Viele Pflanzenarten hat der Mensch kultiviert. Sie liefern Baustoff, Kleidung und Nahrung. Pflanzen sind die Lebensgrundlage für mehr als 5 Milliarden Menschen, die heute auf der Welt leben. Dem Boden, auf dem die Nutzpflanzen wachsen, wird viel abverlangt. Jahr für Jahr muss er neue Ernte bringen. Dabei werden ihm Nährstoffe entzogen. Nährstoffe, die dem Boden, soll er nicht an Ertragsfähigkeit einbüßen, wieder zugeführt werden müssen. Heute meist in Form von Kunstdünger. Die wissenschaftlichen Grundlagen für den Einsatz von Kunstdünger schuf Mitte des 19. Jahrhunderts der deutsche Chemiker Justus Liebig. In den Zeiten vor Liebig wusste man nur wenig Exaktes über Ernährung und Wachstum der Pflanzen. Gesichert war nur die Erkenntnis, dass die Fruchtbarkeit des Bodens durch intensiven Ackerbau schnell erschöpft wird. 1840 erscheint Liebigs Werk »Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie«. Liebig vertritt die revolutionäre Auffassung, dass für die Pflanzenernährung insbesondere nichtorganische Substanzen, Mineralstoffe, eine wichtige Rolle spielen. 20 Jahre zuvor. Liebig, dessen Ziel es ist, Chemiker zu werden, zieht es schon früh weg aus Deutschland, in dem die Chemie ein Schattendasein führt, als ein der Medizin untergeordnetes Fach. In Frankreich sind die Ausbildungsmethoden weitaus fortschrittlicher. In Paris hört Liebig die Vorlesungen der bedeutendsten Naturforscher. Während man sich in Deutschland überwiegend in naturphilosophischen Betrachtungen und Spekulationen ergeht, steht hier das Experiment im Vordergrund. Besonders beeindruckt ist er von Joseph Gay-Lussac und seiner Experimentierkunst. Gay-Lussac trägt Liebigs Untersuchungen über Knallsilber der Akademie der Wissenschaften vor, eine brillante Arbeit. Unter den Zuhörern befindet sich der Naturforscher Alexander von Humboldt. Auf dessen Empfehlung hin erhält Liebig 1824 eine außerordentliche Professur an der Landesuniversität Gießen. Liebig ist zu diesem Zeitpunkt gerade 21 Jahre alt. Sein Gießener Laboratorium ist in der ehemaligen Wachstube einer Kaserne untergebracht. Das Institut wird zum Angelpunkt der chemischen Ausbildung in Europa. Aus allen Ländern kommen junge, begabte Chemiker nach Gießen, um bei Liebig zu studieren. Über die praktische Arbeit im Labor führt er seine Schüler in die chemische Forschung ein. Naturphilosophische Betrachtungsweisen weist er weit von sich. Unter ihm wächst eine Generation von Chemikern heran, die in der Folgezeit das Bild der Welt umgestalten wird. Von besonderer Bedeutung für die Laborarbeiten ist die von Liebig verbesserte Methode der organischen Analyse. Er entwickelt eine Vielzahl von Apparaturen und Methoden selbst, um solche Analysen rationell und exakt durchführen zu können. Bestrebt, die Öffentlichkeit für die Chemie und ihre Nutzanwendungen zu interessieren, widmet sich Liebig auch verstärkt seiner publizistischen Tätigkeit. Mit seinen chemischen Briefen gelingt es ihm, auch interessierte Laien anzusprechen. Liebig nimmt jede Gelegenheit wahr, der Enge des Gießener Universitätslebens zu entkommen. In England besichtigt er die Anlagen der chemischen Großindustrie. Dabei erkennt er, wie rückständig im Vergleich dazu die deutsche Industrie ist. Doch selbst die englischen Produktionsverfahren entsprechen nicht modernen chemischen Methoden. Bei vielen Gelegenheiten kann Liebig Verbesserungsvorschläge einbringen. Auf der Höhe seiner Laufbahn widmet er sich einer praktischen Anwendung der Chemie, der Erforschung des pflanzlichen und tierischen Lebens. Liebig vertraut dabei ganz auf das Experiment. Es gelingt ihm in überzeugender Weise, landwirtschaftliche Probleme auf chemische Fragestellungen und Problemlösungen zurückzuführen. Ein gänzlich neuer Ansatz, der für den praktischen Nutzen der Grundlagenwissenschaft Chemie spricht. Die Folgerungen seiner Experimente fasst er in dem 1840 erschienenen Werk »Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie« zusammen. Darin beschreibt er die besondere Bedeutung der chemischen Forschung für die landwirtschaftliche Praxis. Die Pflanzen enthalten verbrennliche und unverbrennliche Bestandteile. Die letzteren sind die Bestandteile der Aschen, welche alle Pflanzenteile nach dem Verbrennen hinterlassen. Einmal das konstante Vorkommen gewisser Aschenbestandteile in den Pflanzen festgestellt, lag die Frage nahe, sind diese Stoffe notwendig zum pflanzlichen Gedeihen?
Diese Frage muss heute bejaht werden. Bestimmte Aschenbestandteile sind für die Entwicklung der Pflanzen unentbehrlich. Liebig fordert dazu auf, der besonderen Bedeutung des Bodens Beachtung zu schenken, dessen Fruchtbarkeit zu erhalten und, wo es nötig ist, auch zu steigern. Die bis dahin von anderen Gelehrten angestellten Untersuchungen über die Lebensbedingungen der Pflanzen haben die landwirtschaftliche Praxis kaum beeinflussen können. Liebig formuliert in seinen Veröffentlichungen Forderungen, die heute im ökologischen Landbau wieder zur Geltung kommen. Liebig schreibt: Die Kunst des Landwirts besteht hiernach im Wesentlichen darin, dass er diejenigen Pflanzen auszuwählen weiß und in einer gewissen Ordnung einander folgen lässt, die sein Feld ernähren kann, und dass er alle ihm zu Gebote stehenden Mittel auf seinem Felde in Anwendung bringt, wodurch die chemisch gebundenen Nährstoffe wirksam werden. Liebig fasst die in zahlreichen Zeitschriften und Büchern verstreuten Einzelerkenntnisse mit den Ergebnissen seiner eigenen Versuche zusammen. Dabei wendet er sich in erster Linie gegen die gängige Lehrmeinung, der zufolge die Pflanzen sämtliche Nährstoffe über die Wurzeln aus dem Humus des Bodens aufnehmen, so auch den Kohlenstoff. Liebigs Experimente hingegen haben gezeigt, dass einzig und allein die Luft Kohlenstoffquelle ist. In Form von Kohlendioxid bezieht die Pflanze ihren Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Sauerstoff und Wasserstoff werden über die Wurzeln als Wasser aufgenommen. Was die Quelle des Stickstoffs betrifft, da kommt Liebig zunächst zu falschen Resultaten. Er nimmt an, dass die Pflanze den Stickstoff in Form von Ammoniak aus der Luft aufnimmt. Erst später erkennt er, dass der Stickstoff ebenfalls über die Wurzeln in Form löslicher Salze aus dem Boden aufgenommen wird. Überdies benötigt die Pflanze mineralische Nährstoffe, in erster Linie Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Schwefel und Phosphor. Fehlt auch nur ein Nährstoff, so kann dieser nicht durch einen Überschuss eines anderen Pflanzennährstoffes ausgeglichen werden. Das Wachstum der Pflanze und somit auch der Ertrag hängt vielmehr von der Menge desjenigen Nährstoffes ab, von dem am wenigsten vorhanden ist. Wollte man die Fruchtbarkeit eines Ackers erhalten oder gar steigern, so mussten dem Boden entzogene Nährstoffe wieder zugeführt werden. Ergebnisse, die Liebig schnellstmöglich in die Praxis der Landwirtschaft umgesetzt sehen will. Besonders im fortschrittlicher eingestellten England wird Liebig gefeiert. Aber auch in seiner Heimat wird ihm Ehre zuteil. 1843 wird aus dem Gießener Professor Justus Liebig der Freiherr Justus von Liebig. Seine Agrikulturchemie ist außerordentlich populär. Sie wird in viele Sprachen übersetzt und mehrfach aufgelegt. In der Folgezeit stellt Liebig für verschiedene Pflanzenarten entsprechende Düngermischungen zusammen. Er gibt ihnen die verheißungsvolle Bezeichnung Patentdünger. Justus Liebig befürchtet jedoch, dass Mineralsalze durch Regenwasser allzu schnell aus den obersten Bodenschichten herausgelöst werden. Um dies zu verhindern, verwendet Liebig schwerlösliche Salze. Doch der neue Dünger stellt sich als nahezu wirkungslos heraus. Obwohl nun Liebig verstärkt im Kreuzfeuer der Kritik steht, schadet dieser Misserfolg seinem Ansehen in keiner Weise. Zu bedeutend sind seine Leistungen auf allen Gebieten der Chemie. 1852 nimmt Liebig eine Berufung an die Universität München an. Dort erhofft er sich eine gewisse Entlastung von seiner anstrengenden Lehrtätigkeit. Liebig konzentriert sich vermehrt auf die Lösung praktischer Probleme, darunter die Herstellung von Backpulver und Säuglingsnahrung. 1858 kann Liebig das Versagen der Patentdünger erklären. Entgegen seiner früheren Annahme vermag der Boden durchaus wasserlösliche Salze an sich zu binden und diese der Pflanze über einen längeren Zeitraum zugänglich zu machen. Die von Liebig verwendeten schwerlöslichen Salze indes konnten von den Pflanzen nicht über die Wurzeln aufgenommen werden. Als
Allmählich werden die Vorbehalte gegen die Mineralstofftheorie abgebaut. Erfolge in der Landwirtschaft geben Liebig recht. In nur wenigen Jahren entsteht ein neuer Industriezweig, die Düngemittelindustrie, die natürliche Mineralsalzvorkommen verarbeitet. Doch es zeichnet sich ab, dass die natürlichen Vorkommen für stickstoffhaltige Salze bald erschöpft sein würden. Ein Ersatz muss gefunden werden. Es liegt nahe, auf den überall reichlich vorhandenen Stickstoff der Luft zurückzugreifen. Doch erst 1909 gelingt es, zunächst im Labor aus Luftstickstoff und Wasserstoff Ammoniak herzustellen. Ammoniak, das weiter zu Nitraten verarbeitet werden kann. Entwickelt wurde das Verfahren von Fritz Haber. Ihm zur Seite stand Karl Bosch, dem die Umsetzung in den großtechnischen Maßstab gelang. 1913 geht im deutschen Oppau die erste Ammoniakfabrik der Welt in Betrieb. Damit ist das schier unerschöpfliche Stickstoffreservoir Luft technisch erschlossen. Im Tonnenmaßstab wird hier Ammoniak hergestellt, das unter anderem zu Stickstoffdünger weiterverarbeitet wird. Durch die Düngung können die Ernteerträge deutlich gesteigert werden. In der Folgezeit steigt der Verbrauch an Düngemitteln weltweit. Die Düngemittelindustrie entwickelt sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Immer neue Düngemischungen werden hergestellt. In Versuchsanstalten wird der Nährstoffbedarf einer Vielzahl von Kulturpflanzen abhängig von den jeweiligen Bodenverhältnissen ermittelt. Die Methoden haben sich seit Liebig nur unwesentlich verändert. Die Fragestellungen sind gleich geblieben. Welche Mineralstoffe benötigt die Pflanze? In welcher Form können sie am besten zugeführt werden? Hierzu werden die Pflanzen zerkleinert und für die später folgende chemische Analyse aufbereitet. Die Ergebnisse helfen, die Mineralstoffzusammensetzung des Düngers zu optimieren. Deren Wirksamkeit wird, wie schon bei Liebig, in Freilandversuchen überprüft. Die Vorteile der Düngung sind offensichtlich. Eine drastische Steigerung des Ertrags pro Fläche bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung der Ernte. Doch eine Folge übermäßiger Düngung sind umgekippte Gewässer und nitratbelastete Böden, eine ernste Bedrohung des Grundwassers. Eine ausgewogene Düngung, die dem neuesten Stand des wissenschaftlichen Landbaus entspricht, hilft, diese Gefahren zu meiden. Justus Liebig ist es zu verdanken, dass das naturwissenschaftliche Denken auch in die Landwirtschaft Einzug halten konnte. Um 1980 wurden weltweit über 110 Millionen Tonnen Düngemittel verbraucht. Sie sind der Beitrag der Chemie zur Bekämpfung des Welthungers.